Hallo und Gute zu einer neuen Ausgabe von Schuckibanuki Daily, eurer Tagesdosis Angeberwissen. Heute am 5. Dezember haben der Sascha und ich wieder was mitgebracht für euch. Ich fange auch mal ganz frech an mit dem Geburtstagskind des Tages. Was denn? Kennst du Ronnie O'Sullivan? Nee. Habe ich mir genau. Ronnie O'Sullivan, der berühmte, oft kopierte, nie erreichte, aber doch die Legende seines Sports im Billardspieler, als Billard- und Snookerspieler. Ja, aber jetzt schneide ich an. Er ist fünffacher Weltmeister in diesem Sport. Und jetzt noch besser. Mehrfache Nummer 1 der Weltrangliste. Wie mehrfache Nummer 1? Mehrfach geworden? Also mehrfach nicht geworden, nicht geblieben. Mal 1, 2, genau. Was eine Pfeife, so nicht mal geblieben. Ja, so. Er hat aber im englischsprachigen Raum für die Popularität dieses Sports gesorgt. Was nochmal? Pool und Snooker? Ja. Aber da muss man sich nicht irgendwie festlegen? Man kann ja auch nicht sagen Tennis und Tischtennis. Wenn du das kannst. Also ich kenne keinen. Ja. Steffi Graf an der Tischtennisplatte, stell dir mal vor. Boris Becker. Es gab mal einen Sportler in den USA, der war zeitgleich Footballer und Baseballer. Michael Jordan. Nee, nein, Michael Jordan hat es danach gemacht. Ja. So. Aber es gab einen, Sanders hieß der, glaube ich. Muss mal nachgucken. Bernie Sanders oder was? Guck mal bitte nach, dieser Spieler, der gleichzeitig Baseball und Football gespielt hat. Ich meine in San Francisco. In die Kommentare reinschreiben. In die Kommentare damit bitte, sagen, genau so. Wie gesagt, aber es geht. Vielleicht hat der auch gesagt, hier, ich mache Billard und Snooker. Gut, liegt jetzt auch nicht so weit auseinander. Naja, das sind schon... Ja, das eine sind bunte Kugeln, das andere sind nummerierte Kugeln. Beim einen sind Löcher, beim anderen sind keine Löcher. Ah, jetzt guckst du blöd. Ja. Er war Billardspieler. Dann hat er schon Billard, Poolbillard und Snooker gespielt. Gleich drei Sachen. Was ist ein Billard und Pool? Billard sind die drei Kugeln, die da so. Ohne Löcher. Poolbillard ist halbe Kugel, ganze Kugeln versenken. Ja, ja. Und Snooker ist bunte Kugeln, ich glaube immer rot und dann eine andersfarbige rot und wieder dann und so weiter und so fort. Ganz spannend im Fernsehen. Ja. Also, Ronnie O'Sullivan, alles Gute. Ja, der Ronnie hier. Ronnys Popshow, kennst du noch? Ja, kenn ich. Ja, hat er mitgemacht. Hat er die Synchronstimme von dem Affen gehabt. Okay. Ja. Am 5. Dezember 1995, ja. Da ist die erste Folge der Harald-Schmidt-Show. Harald-Schmidt-Show. Oh, ich habe die früher so gern geguckt. Ausgestrahlt worden. Saugeil. Harald-Schmidt-Show habe ich früher richtig gut gefunden. Ja. Und vorher gab es noch Schmidteinander, ne? Mit dem kleinen Feuerstein. Mit Feuerstein, genau. Harald Schmidt, ja. Ein ganz großer der TV-Zumpf. Ja. Später mit Andrak. Mhm, dann noch stimmt, ein bisschen später mit dem Olli Pocher. Stimmt, ja. Genau. Den Pocher hatte ich jetzt ausgeblendet. Harald Schmidt ist ein großer seiner Zunft. Harald, Harry, Dirty Harry. Was soll ich jetzt sagen? Happy Birthday ist er. Nein, ich sag einfach Top Harry. Ja, Dirty Harry, genau. Am 5. Dezember haben wir aber bestimmt noch irgendwas anderes, Christian. Meinst du, Sascha? Meinst ich. 5. Dezember 1492 entdeckt Christoph Kolumbus im Auftrag der spanischen Regierung die Karibikinsel Hispaniola. Oh, schön. Ah, Hispaniola. Das ist was für ein Land ist denn das? Si. Irgendwas Spanisches. Si. Was ist denn los mit dir? Wo ist denn das? Also, irgendein Film ist es doch. Ist das? Ach so, ja, genau. Das ist hier aus. Au! Das ist aus Kill Bill. Wo sie dann die Rübe abgeschnitten bekommt, so halb. Und dann macht sie doch irgendwie. Ich habe jetzt eigentlich nur auf Spanisch. Ja, ja, ja. Ja, 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 ich weiß. Aber sie, das ist diese Min Li oder sowas. Nee, Min Lu. Louis Min Li. Li Lu Li La Lu. Diese Asiatin da. Das wird nicht besser, Sascha. Ja, die kriegt dann von der. Von der Uma Thurman kriegt die so das Hirn so. Wie? Halb. Von wem? Uma Thurman. Kriegt das Hirn so halb abgeschnitten. So. Ich finde so geil, dein TH. Mach nochmal. Was denn? Uma Thurman. Uma Thurman. Was ist denn, denn von mir? Und dann macht sie auch. Si. Ja. Haben wir noch was? Hat aber nichts mit Hispaniola zu tun. Gar nichts. Egal, komm ich nur gerade drauf. Ja. Ja, und jetzt ist der Hammer. Pass auf, was heute für ein Tag ist. Heute ist internationaler Weltbodentag. Boden. Initiiert durch die Internationale Bodenkundliche Union. Weltbodentag heute am 5. Dezember, kurz vorm Nikolaustag. Haben sich gedacht, Mensch, hier, da müssen wir noch mal so einen Weltbodentag reinbringen. Weltbodentag. Ja, Weltboden. Also wir hatten ja schon in der Sendung relativ viele Sachen, was es für Welttage gibt. Aber ja. Weltbodentag? Ja, es gibt ja verschiedene Böden, also verschiedene Untergründe. Laminat. Geologisch gesehen. Ach so, geologisch gesehen. Ja, genau. Der Lehm, ja. Schluff. Kennst du Schluff?
Schluff ist das, was man aus der Nase sagt. Genau. Schluff. Und es gibt dann irgendwie. Das ist so ein Bau. Steine. Mit dem Schluff. Ja. Ja. Naja, egal. Ja, jedenfalls heute Weltbodentag. Ich freue mich schon total drauf. Ich gehe jetzt raus und saufe einen auf den Weltbodentag. Alles klar. Haut rein. Bis dann. Cheerio, bis Sophie.